Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir das absolute Spitzenmodell von LG für euch. Und zwar ist es der 88Z9. Alles weitere nach dem Intro. Solltet ihr euch für einen 88Z9 entscheiden, dann ruft schon mal einen Kumpel an, denn das Gerät kommt in zwei Verpackungen. In der einen befindet sich das Panel, welches alleine schon 40 Kilo wiegt, und dann kommt noch der Fuß mit 60 Kilo dazu. Ist der Kumpel bei euch angekommen, fangt ihr am besten mit dem Fuß an. Diesen packt ihr einfach aus und stellt ihn schon mal dahin, wo der Fernseher später stehen sollte, denn später das Ganze zu bewegen wird nämlich echt schwer. Im Zubehör habt ihr zwei Adapterstücke, diese sind aus Metall. Diese werden einfach mit Schrauben an den Fuß montiert. Habt ihr das gemacht, könnt ihr auch schon das Panel auspacken. Habt ihr das Panel dann praktisch draußen, wäre noch eine dritte Person echt praktisch, denn ihr müsst nämlich das Panel genau auf diese Adapterstücke aufsetzen. Die gehen praktisch in das Panel rein. Und da könnt ihr euch orientieren, nämlich hier unten ist eine Gummileiste. Das Panel muss wirklich sehr gerade auf diese Gummileiste aufgesetzt werden, ja, bündig hier zum Fuß praktisch, dann kann eigentlich auch nicht wirklich was schief gehen. Passt auch auf, denn hinten sind zwei Kabel, die aus dem Fuß rausschauen, die dann später mit dem Fernseher verbunden werden. Habt ihr das Panel erfolgreich abgesetzt, wie gesagt, die zwei Stecker reinstecken, dann müsst ihr nur noch die vier bereits vorinstallierten Bolzen am Fuß in das Gehäuse vom Fernseher reinschrauben. Ihr müsst euch vorstellen, diese Bolzen gehen durch das Gehäuse vom Fuß in das Gehäuse vom Fernseher. Das einfach mit einem Imbus anziehen, aber auch nur mit Gefühl. Ja? In dem Moment, wenn ihr merkt, dass der Fernseher nicht sauber sich verschrauben lässt, lieber nochmal abmachen und nochmal neu fixieren. Ansonsten habt ihr das erledigt, seid ihr auch eigentlich schon fast durch. Fehlt nur noch die 8K Upgrader Box. Diese verbindet ihr mit HDMI 4 und USB 1 des Fernsehers. Wofür die gut ist, erzählt euch Tobi später. Kommen wir nun zum Design. Der LG Z9 ist aus einem wunderschönen Stück gebürsteten Aluminiums gefertigt, das trotz eines massiven 88 Zoll Bildschirms unauffällig wirkt. Das Panel profitiert von einem Bildschirm ohne Rahmen und ist oben nur 10 mm tief. Der Ständer selbst ist in einem Silberton gehalten und ist für die Entstehung der Soundkulisse des Fernsehers von Bedeutung. Durch die nach unten gerichteten Lautsprecher am unteren Rand des Panels wird der Sound durch die Löcher im Fuß gegen den Fußboden gestrahlt, um so zum Zuschauer geleitet zu werden. Zusätzlich befinden sich zwei Subwoofer am Fuß, dadurch erhält man ein vollwertiges 4.2 Soundsystem. Aufgrund des Designs ist keine Wandmontage möglich. So viel erstmal zum Design. Alles weitere erzählt euch Tobi. So, wir schauen uns jetzt erstmal die Menüführung und Bedienung an. Als erstes aktivieren wir die 8K Upgrader Box, die wir vorhin an den Fernseher angebaut haben. Dazu gehen wir ins Menü, Menüpunkt Allgemein, in die zusätzlichen Einstellungen, und da sehen wir schon den Reiter 8K Video Streaming aktivieren. Den setzen wir auf aktiv und dann ist die 8K Upgrader Box in diesem Fall aktiv. Dann gucken wir uns als nächstes nochmal die Bildeinstellungen an. Da hat sich jetzt nicht viel geändert. Da kann man wieder zwischen den unterschiedlichen Bildmodis wählen, wie Lebhaft, Standard, Kino Home, Kinospiel und Technicolor Modus. Dann kann man auch detailliert in die Einstellungen wie Kontrast, OLED-Licht, Schärfe und sowas gehen. Des Weiteren ist noch die True Motion wichtig. Wenn das Bild ein wenig ruckelt und nicht ganz so flüssig ist, kann man da noch entruckeln auf 3 bis 4 Stellen und schärfen auf 0, wie ich schon in anderen Videos erklärt habe. Auf dem Menüpunkt Ton können wir, wie Sergei am Anfang des Videos schon erklärt hat, eine Einmessung des Tons vornehmen. Da drücken wir dann einfach auf Neue Soundeinstellung starten und schon misst der Fernseher mit dem integrierten Mikrofon den Ton ein und optimiert ihn auf unser Wohnzimmer. Unter Sender können wir einen ganz normalen Sendersuchlauf machen. Je nachdem, was wir haben, ob wir DVB-T, DVB-S oder
DVB-C haben, sucht er da alle Kanäle raus und sortiert sie automatisch ein. Wir können sie dann in den Favoritenlisten so ordnen, wie wir sie haben wollen. Im Punkto Anschluss würde ich euch empfehlen, schaltet auf jeden Fall die HDMI-CEC-Funktion ein. Dadurch erkennt der Fernseher automatisch, welche Quellen an eurem Fernseher angeschlossen sind und benennt sie automatisch. Er erkennt zum Beispiel, wenn eine Xbox dran ist oder ein Apple TV. Schaltet dann auch gleichzeitig, wenn ihr spielt, den Spielemodus ein, sodass euer Input-Lag bei diesem Fernseher auf 13 Millisekunden runtergeht. Und ja, das war's in dem Menüpunkt Anschluss. Bei dem Menüpunkt Allgemein könnt ihr ganz allgemein bestimmen, in welchem Land ihr euch findet, die Zeit einstellen, die AI-Dienste ein- und ausschalten. Und das war es auch schon hier. Die anderen zwei Modis sind jetzt für die Normalbenutzer eigentlich komplett nicht wichtig. LG hat in diesem Gerät auch alle gängigen Streaming-Portale mit angeboten, wie Netflix, Disney, YouTube, Amazon Prime Video und Apple TV. Wie man den einrichtet, habe ich ja euch bereits auch schon in einem der letzten Videos erzählt. Funktionen wie Bildschirmsynchronisierung eurer Apple-Geräte funktioniert. Zum Beispiel könnt ihr einfach in eurem MacBook auf Bildschirmsynchronisierung klicken und dann schmeißt der Laptop automatisch das Bild auf den Fernseher und ihr könnt dann den Fernseher als Arbeitsoberfläche nutzen, wenn euch der Display eures Laptops zu klein ist. Dasselbe geht natürlich auch für Handys und Tablets. In der Apple TV App wird euch auch automatisch eure Mediathek angezeigt über die Filme, die ihr bereits gekauft habt. Und die könnt ihr ganz normal über die Apple TV App abspielen. So, dann habt ihr noch hier den Gallery Modus. Da könnt ihr euch als Bildschirmschoner diverse Bilder aussuchen, die ihr im Hintergrund laufen lassen wollt. Die müsst ihr euch vorher natürlich, wenn ihr darauf klickt, erstmal runterladen. Und dann könnt ihr sie euch, je nachdem welches ihr euch da aussucht, einfach im Hintergrund anzeigen lassen. Ein Webbrowser ist noch mit installiert. Aber da würde ich euch empfehlen, screent einfach euer iPad oder Handy-Display und geht da in Google oder im Internet Explorer oder Safari. Und da ist es viel besser, sich das anzeigen zu lassen, als über den umständlichen Webbrowser alles anzeigen zu lassen. Ja, im LG Content Store könnt ihr euch noch weitere Apps runterladen, wie zum Beispiel Twitch, da könnt ihr anderen Gamern beim Zocken zugucken, oder SkyQ gibt es jetzt mittlerweile auch als App, da könnt ihr den ganz normalen Sky-Empfang auch über Internet euch anzeigen lassen. Und als letzten Modi gucken wir uns noch das Home Dashboard an. Da sehen wir zusammengefasst alle Eingänge, die wir bei diesem Fernseher belegt haben und was in der Netzwerkumgebung alles noch mit drin ist. In meinem Fall ist es einfach nur der TV-Tuner und mein Netzwerklaufwerk, mein NAS und mein Media-Server von meiner Fritzbox. Es besteht auch die Möglichkeit, noch Bluetooth-Lautsprecher mit zu koppeln. Da wählt ihr einfach unter den Audioeinstellungen eure Box aus, die ihr mit anschließen wollt, und schon habt ihr sie in den Sound des Fernsehers mit integriert. Das war es jetzt alles zur grundsätzlichen Bedienung und Menüführung. Der TV bietet uns eine 8K-Auflösung auf insgesamt 222 cm. Mit einem perfekten Blickwinkel von jeder Sitzposition. Als Prozessor kommt der Alpha 9 Gen 2 8K Prozessor zum Einsatz. Bei dem Panel handelt es sich um ein 10-Bit OLED-Panel mit ungefähr 33 Millionen selbstleuchtenden Pixeln. Der Z9 besitzt 4 HDMI 2.1 Anschlüsse mit einer Bandbreite von 48 Gigabits, 3 USB-Anschlüsse, ein CI-Kartenslot, ein Kopfhöreranschluss, einen optischen Anschluss und als letztes einen LAN-Anschluss. Des Weiteren kann man mit dem integrierten Dual-Tuner DVB-T, DVB-S und DVB-C empfangen. Der Fernseher ist für einen OLED sehr hell, ungefähr 800 Nits, was natürlich nicht an einen QLED mit 4000 Nits rankommt. Allerdings braucht er die auch nicht, da er durch die selbstleuchtenden Pixel einen deutlich besseren Kontrast als ein QLED liefert.
Auf dem HDMI Port 2 befindet sich der EARC-Anschluss und auf dem HDMI 4 Port schließt man die Upgrader-Box an. Leider verliert man dadurch einen HDMI Port. Der Z9 kann 8K HFR mit 60 Hz und 4K mit maximal 120 Hz anzeigen. Der Input-Lag beträgt ungefähr 13 Millisekunden. ALLM, VRR und G-Sync werden natürlich auch unterstützt. Neben den HDR-Formaten wie Dolby Vision, HLG wird auch HDR10 Pro unterstützt. Neu steht der Technicolor-Modus unter Bildmodis zur Auswahl. Als Software kommt WebOS 4.5 zum Einsatz und gesteuert wird der TV über die Magic Remote oder über Alexa. Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedienung aus Metall und die 8K Upgrader Box sowie Handbücher und diverse Montageutensilien. Die 8K Upgrader Box sorgt dafür, dass alle gängigen 8K-Formate auf dem TV dargestellt werden können, wie zum Beispiel Havoc oder VP9. Über eine Festplatte kann man natürlich auch 8K-Content zuspielen. Kommen wir jetzt zu den Funktionen. Der eingebaute Alpha 9 Gen 2 8K Prozessor verwendet einen Deep Learning Algorithmus, um Inhalte zu analysieren, das Genre und die Qualität zu bestimmen, bevor das Bild mit Hilfe von Upscaling, Rauschunterdrückung und anderen Verbesserungswerkzeugen optimiert wird. Diese aktualisierte, an 8K angepasste Version bietet eine Rauschunterdrückung in 6 Schritten anstelle der aktuellen 4 Schritte sowie eine frequenzbasierte Schärfeverbesserung, Objektivverbesserung und erweiterte Farbverbesserung. Als letztes wäre da noch die AI-Helligkeitsfunktion anzusprechen, bei der ein Lichtsensor zur Erkennung von Umgebungslicht verwendet wird, der anschließend die Helligkeit eures TVs entsprechend eures Wohnzimmerlichts anpasst. All diese Funktionen kombiniert der Z9 und bietet das bestmöglichste Bild unabhängig von jeder Quelle. Die Bewegtbildsteuerung ist ebenfalls sehr gut und sorgt, dass 24p-Inhalte frei von unerwünschten Ruckeln sind. Falls euch doch noch ein kleines Ruckeln auffallen sollte, kann dieses Ruckeln durch die True-Motion-Einstellung noch nachjustiert werden. Abschließend kommen wir nun zum Sound. Die Sound-AI erkennt zum Beispiel, welche Quelle gerade anliegt, zum Beispiel ein Konzert, ein Autorennen, Fußballspiel oder ihr spielt gerade Xbox und passt so automatisch den Sound mit einer KI entsprechend an. Der Z9 hat eine 4.2 Soundanlage mit 80 Watt, die im Verbund mit der Sound-AI dafür sorgt, eine Illusion von 5.1 Sound zu schaffen. Die Subwoofer befinden sich im Sockel des Fußes und die restlichen Lautsprecher sitzen im TV. Zusätzlich hat der LG dann noch die Möglichkeit, mit Hilfe des Mikrofons in der Fernbedienung in den Raum eingemessen zu werden, um einen noch besseren Sound zu ermöglichen. Als nächstes schauen wir uns die Bildqualität an. Der Z9 zeigt beeindruckend saubere und nahezu artefaktfreie Bilder. In der Aufnahme enthaltenes Filmkorn oder Bildrauschen bleibt genauso erhalten wie feine Bildstrukturen wie Hautporen oder Grashalme auf dem Fußballplatz. Mit 4K-Filmen ist die Detailtiefe atemberaubend. Zuschauer können förmlich in das Bild hineinlaufen. Wo auf einem LCD-Fernseher, wie zum Beispiel den Q950T von Samsung, aus wenigen Zentimetern Abstand in Halbtönen feine Streifenmuster erkennbar sind, bleibt das OLED-Bild völlig homogen. Farbflächen wie ein Himmel mit sanftem Farbverlauf zeigen das am besten. Da stören auch keine Klötzchen oder Helligkeitsstufen im Bild. Selbst in Bewegungen bleibt der saubere Bildeindruck erhalten. Kommen Filme und TV-Sendungen mit niedriger Auflösung zum Zuge, gerät der Bildeindruck zunehmend weicher. Die Detailfülle nimmt drastisch ab. Normale TV-Sendungen, SDR-Bilder, sollte man dem großen Fernseher leider nicht mehr antun. Dafür müsste man den Abstand zum Fernseher verdoppeln und das dürfte in der Praxis unmöglich sein. HDR-Bildmaterial wie zum Beispiel Avengers Endgame, Star Wars Episode 2 über Festplatte oder Star Trek Discovery über Netflix sahen einfach phänomenal aus und gehörten zu den besten HDR-Performancen, die ich bisher sehen konnte. Einfach eine fantastische, detaillierte Farb- und Bildgebung. Die Hochskalierung nutzt zudem alle zusätzlichen Pixel der 8K-Auflösung aus, ohne dabei Qualität und Durchzeichnung zu verlieren. Somit ist für mich der Z9 bildtechnisch der beste TV des Jahres 2019. Abschließend komme ich nun zur Gaming-Performance.
Durch die G-Sync, HDR, VRR und ALLM-Unterstützung sind Spiele wie Red Dead Redemption 2, Battlefront 2 und weitere viele Games auf dem 8K OLED einfach super gut und flüssig aus. Mit den neuen Grafikkarten von Nvidia schafft man bei einigen Spielen sogar die 8K-Auflösung. Zwar mit nur 30 bis 40 FPS, aber sie sind schon spielbar. Allein schon die pure Bildgröße zaubert einem ein kleines Grinsen ins Gesicht. Das kontrastreiche und reaktionsfreudige OLED-Panel macht einfach Spaß beim Spielen, da kommen normale PC-Monitore in puncto Ausleuchtung und Kontrast einfach nicht ran. Nur im Punkt Input-Lag sind die PC-Monitore besser. Das war's jetzt von mir, hier nochmal ein paar kleine Bildschirmeindrücke vom Zocken und dann ab zum Fazit mit Sergei. Kommen wir nun zu unserem persönlichen Fazit und fangen mit den Pluspunkten an. Der Fernseher hat ein phänomenales Bild und eine super HDR-Performance. Mit seinen 88 Zoll verbraucht er auch echt noch wenig Strom. Alle gängigen Streaming-Dienste werden von dem Fernseher unterstützt. Mit seinen 13 Millisekunden Input-Lag ist er super zum Zocken geeignet und sein modernes Design fügt sich in jeden Raum nahtlos ein. Kommen wir zu den negativen Punkten. Leider ist der Fernseher mit 30.000 Euro sehr teuer und wird für die meisten unerschwinglich bleiben. Die volle 8K-Funktionalität ist nur mit der 8K-Upgrader-Box möglich und der Fernseher lässt sich leider an keine Wand montieren. Abschließend kann man sagen, dass wenn Geld keine Rolle spielt und man das Beste vom Besten haben will, ist man bei diesem TV an der richtigen Adresse. Er ist perfekt zum Filmeschauen geeignet und lässt sich nur schwer mit den Samsung 8K-Geräten vergleichen, welche ihn nur in Spitzenhelligkeit und Gaming-Performance schlagen. Alles klar, Leute, das war's auch schon mit dem heutigen Video. Hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal, damit wir euch weiterhin so hochpreisige Fernseher vorstellen können. Bis zum nächsten Mal.